Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Food-Haul von mir. Ja, ich war gerade eben einkaufen, habe wieder unseren Wocheneinkauf erledigt. Diese Woche war ich bei Netto und bei Edeka, weil ich leider bei Netto nicht alles bekommen hatte, was ich gebraucht habe. Ja, meine kleine Ausbeute zeige ich euch wieder und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, selbstverständlich fangen wir aber wieder an mit unserem Wochenplan, den ich euch wie immer vorlese. Aber ganz kurz vorab, den Wochenplan habe ich dieses Mal nämlich mit Unterstützung geschrieben. Und zwar habe ich mir die App runtergeladen, Mein Prospekt. Bei Mein Prospekt könnt ihr euch alle Supermärkte, alle Discounter favorisieren, wo ihr halt gerne einkaufen geht. Also ihr findet da nicht nur Supermärkte, Discounter, sondern auch Elektromärkte, Druckeriemärkte. Ihr findet da einfach alles, Möbelhäuser und so weiter. Genau, ich habe mir die App gedownloadet, habe dann meine Favoriten erstmal reingemacht und dann werden mir jede Woche die neuesten Prospekte angezeigt. Ich mag es halt ehrlich gesagt nicht, wenn ich hier mit Werbung zugeschmissen werde. Deshalb habe ich auch in meinem Briefkasten keine Werbungsschild und mit der App Mein Prospekt, wie gesagt, kann ich mir dann trotzdem die Prospekte angucken, die mich halt auch wirklich interessieren. Und unter anderem habe ich dann halt natürlich auch in der App bei Netto geguckt, das aktuelle Netto-Prospekt, habe anhand dessen unseren Wocheneinkauf geplant. Yes, die App kann ich euch selbstverständlich sehr empfehlen. Ich habe sie euch auch schon auf Instagram empfohlen und viele haben sich sogar dafür bedankt und haben sie auch runtergeladen, weil sie gesagt haben, es hat echt eine coole Sache, weil man halt einfach alle Prospekte auf einen Blick hat. Yes, und deshalb verlinke ich euch einmal die App unten in der Infobox. Ladet sie euch gerne runter, sie ist auch kostenlos, aber ich finde es halt echt eine coole Sache, weil man halt alles so auf einen Blick hat und auch direkt so halt vergleichen kann. Genau, und ich werde es euch noch unten in einem Kommentar anpinnen. Wie gesagt, ihr braucht einfach nur auf den Link zu klicken und einmal die App runterladen und dann könnt ihr auch sparen und davon profitieren. Yes, so, jetzt geht es weiter mit dem Wochenplan. Bei uns gibt es, so was gibt es denn Feines? Cheeseburger-Pasta habe ich wieder gesehen bei Mellys Abnehmweg. Die sah echt lecker aus, die wollen wir dann mal testen. Dann eine Intermezzo machen wir selbst. Auch das von Mellys Abnehmweg. Schaut gerne bei Instagram vorbei, da folge ich ihr auch. Sie hat echt tolle Rezepte. Also die, sie und die Jasmine, das sind so meine Lieblingsprofile. Bei Jasmine gucke ich mir viele Bowls ab und bei der Mellys Abnehmweg halt, ja, so Hauptgerichte. Doch, die haben echt tolle Rezepte. Dann habe ich von letzter Woche noch Kartoffeln mit Senfeier oder Petersiliensoße. Da war ich mir noch nicht so sicher. Das haben wir noch übrig. Ebenso den Kassler. Allerdings meinten die Kinder, sie sind nicht der Freund von Kasslerauflauf. Finde ich schade, hätte ich gerne mal probiert. Deshalb machen wir aus dem Kassler, den habe ich nämlich jetzt noch in der Truhe. Machen wir dann noch einfach Kartoffelpüree und Sauerkraut dazu, in der Hoffnung, dass ich nicht wieder Sauerkraut anbrennen lasse, wie letztens. Yes, dann habe ich immer noch den Kartoffelmöhren-Eintopf auf der Liste. Und einen Tag habe ich nicht geplant, wisst ihr ja, das mache ich nimmer. Weil bis jetzt hat es so auch immer gepasst. Genau, was habe ich nicht bekommen? Ich wollte noch ein gutes Chunky-Flavor. Ich sollte so langsam echt mal bestellen. Aber ich bin halt immer auf der Suche nach einem bestimmten Chunky-Flavor. Das ist ständig ausverkauft, wenn ich gucke. Ja, und zuckerfreie Schokolade habe ich irgendwie auch nirgendwo bekommen. Also wenn irgendeiner einen Tipp hat, wo ich zuckerfreie Schokolade für meine Bowls herbekomme, bitte, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Yes, so, dann legen wir los. Zuerst mit Netto, würde ich sagen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe so ein bisschen nach Angebot gekauft. Unter anderem waren die Bistro-Baguettes im Angebot. Die habe ich jetzt einfach so für die Truhe gekauft. Die sind jetzt nicht für die Woche eingeplant, wie ich meine Kinder kenne. Ist aber am Ende der Woche nichts mehr davon übrig. Ja, da habe ich einmal Salami-Baguette und einmal à la Provence mitgenommen. So, dann wird es natürlich auch diese Woche wieder quarklastig. Ihr wisst ja, ich esse jeden Abend verschiedene Quarkgerichte. Unter anderem habe ich euch eins abgefilmt. Das findet ihr im vorletzten Video. Genau, richtig. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Das war nämlich auch saulecker. Joghurt Bowl wurde ich auch viel gefragt. Findet ihr im neuesten Food Diary. Naja, auf jeden Fall habe ich dreimal Magerquark mitgenommen. A 500 Gramm, die durften mit. Dann habe ich Skier eingekauft. Das brauche ich für diese Intermezzo. Die werden mit Skier und Mehl gemacht. Also da kommen noch ein paar andere Zutaten dazu. Aber unter anderem halt, ja, Skier habe ich einen großen Becher mitgenommen. Weil ich mache das jetzt nicht für mich extra. Ich mache jetzt für jeden so Intermezzo-Teil.
mit viel Protein, genau. So, dann habe ich wieder die Litta Extra Fit eingekauft. Die holen wir ja zur Zeit. Ich finde, die hat halt echt nicht so viele Kalorien. Klar, sie schmeckt nicht wie original Butter, ne? Ich meine, das ist irgendwo auch logisch. Ja, aber die ist ganz okay. Yes. So, dann habe ich für die Kinder noch was mitgenommen. Das war nämlich der Joghurt mit der Ecke oder der Pelche-Joghurt im Angebot. Und zwar Knusperspaß mit Schokosterne. Und dann habe ich noch mit, ich glaube, sind so... Gut, hier steht jetzt bunte Knusperkugeln. Schauen aus wie Smarties. Ja, genau. So, dann habe ich noch saure Sahne eingekauft. 3 Becher. 10% Fett steht da jetzt drauf. Ich habe nämlich, es gibt ja auch Creme. Ach, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Ich zeige es euch gleich. Bei Edeka habe ich es dann nämlich gefunden. Und ich hatte das jetzt als Ersatzgut, weil ich wollte jetzt keine... Creme fraiche mit 30% und dann dachte ich, komm, saures Arno, so arg viel Unterschied ist doch da nicht, oder? Vielleicht erzähle ich jetzt auch wieder Mist, kann natürlich auch sein. So, dann habe ich einmal Cheddar geholt für diesen Cheeseburger-Pasta. Hieß es Cheeseburger-Pasta, also ihr merkt schon, ich bin heute auch ganz, ganz durcheinander. Übrigens habe ich es endlich geschafft. Ich habe den Sprung geschafft. Ich bin so super aktiv derzeit bei Instagram. Ich bin so stolz auf mich. Mal schauen, wie lange die Motivation anhält. Aber im Moment bin ich ultra aktiv. Also ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Nach dem vorletzten Video sind auch ganz, ganz viele rübergehüpft. Das hat mich echt riesig gefreut. Und ja, genau, wie gesagt, auch da bin ich zurzeit täglich sogar aktiv. Ja, genau. Oh Mann. So, Sauerkirschen habe ich noch gekauft. TK. Weil ich habe eine Bowl gesehen, wie hieß die? Sag mal, ich bin heute ganz blemblem. Ich glaube, es war eine Schwarzwälder Kirschbowl, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Donauwelle Bowl, so irgendwie. Naja, auf jeden Fall, genau, Kirschen. Also heute bin ich echt leicht gaga. So, 10 deutsche Eier durften auch noch mit. Das war es tatsächlich schon mit den Kühlprodukten. Also ich muss sagen, ich bin auch so, was das Obst- und Gemüsesortiment angeht, bei Netto nicht zufrieden. Ich habe nicht mal einen Eisbergsalat bekommen. Und irgendwie, das schaut auch alles nicht so gut aus. Ich erzähle euch gleich mehr. Also als erstes habe ich aber natürlich mal wieder ein paar Tulpen mitgenommen. Ist ja ganz klar, Jasmin ohne Tulpen geht halt irgendwie so gar nicht klar, gell? Dann durften auch diese Woche wieder Erdbeeren mitnehmen. Mitnehmen haben wir gekauft, ich gekauft. Oh. Jasmin, also ich soll das jetzt echt lassen, oder? Ja, Erdbeeren habe ich eingekauft. Ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob die schmecken. Uns schmecken sie. Schon würde ich sie ja nicht ständig nachkaufen. Es ist Geschmackssache. Natürlich schmecken die im Sommer wesentlich fruchtiger nochmal, wie die jetzt hier. Aber wir finden die schon ganz okay. Also ich kaufe jetzt auch nicht eine Packung, wo jetzt die ganz hellen drin sind. Die schmecken uns überhaupt nicht. Die müssen schon gut reif sein. Aber so finden wir die, ja, wie gesagt, okay, schon würden wir sie ja nicht immer nachkaufen, gell? Dann habe ich noch kernlose Trauben einmal mitgenommen. Ich hatte gar nichts mehr an Obst und Gemüse zu Hause. Die Schale da hinten ist ratzeputz leer. Ich habe heute Morgen echt Probleme gehabt, noch eine Lunchbox irgendwie voll zu bekommen, gell? Also es wird echt Zeit. So, Mini-Bananen habe ich noch mitgenommen. Sieht gar nicht so klein aus hier auf dem Bild, aber die sind echt, ja... So groß, ganz süß sind die. Yes, dann durfte einmal Spitzpaprika mit. Ja, ich brauche dafür auf die Intermezzo drauf. Und die normalen guten Paprika, die waren schweineteuer bei Edeka. Sag mal, ist hier jetzt etwa ein Ei kaputt gegangen? Sieht zumindest so aus, gell? Als wäre da eins kaputt, aber ich habe eigentlich echt alle durchkontrolliert. Ja, na klar, ist es kaputt. Ach, Mann, Mann, Mann. So, dann waren Champignons im Angebot für 1,59 €. Die habe ich mir mitgenommen, weil ich mir mal wieder Champignons wie vom Jahrmarkt machen möchte. Die habe ich mir schon ganz oft gemacht. Ich mache das mit Creme Fraiche Light, ein bisschen, wie heißt es, Knoblauch, frisch reinpressen, vielleicht so ein bisschen Salz noch. Und die brate ich mir einfach gut an mit ordentlich Zwiebeln und Knobi. Und dann esse ich das. Das schmeckt so lecker. Aber ich finde, es ersetzt keine ganze Hauptmahlzeit, weil wenn ich nur Champignons zu Mittag esse, die sind ja schon arg wässrig irgendwie. Gut, die haben auch ganz wenig Kalorien. Dann bin ich nicht erfüllt und dann kommt nämlich der Heißhunger. Ne? Aber so irgendwie zum Abendessen, zu einem Quarkgericht, vielleicht so noch was dazu, habe ich mir gedacht. Werde ich mir die Woche auf jeden Fall mal machen. So, ich habe einen Chinakohl mitgenommen. Ich habe euch ja gesagt, bei uns gibt es heute Pita-Taschen. Und ich habe keinen Eisbergsalat bekommen. Deshalb habe ich Maiskohl, Chinakohl mitgenommen. Weil, wenn was übrig bleibt, mache ich da draußen noch einen Salat. Ich esse so gerne Chinakohlsalat. Oh, lecker. Richtig, richtig lecker. So,
eine Sack Zwiebelnufte bei mir wieder mit Sommer Jasmin. Mensch, ich sollte es echt lassen. Ich reg mich gerade über mich selbst auf, weil ich habe das Gefühl gerade, ich bin irgendwie ganz gaga. Naja, eine Salatgurke habe ich auch noch eingekauft. Nur eine, warum? Die hat bei Netto 1,99 Euro gekostet. 1,99 Euro für eine blöde Salatgurke. Ich meine, klar, es ist gerade keine Saison, aber 1,99 Euro, Leute, ey. Boah, dann verzichtet man schon auf seinen Gurkensalat, gell? Schlimm. So, zwei Kiwis duften auch noch mit. Dann habe ich Mandarinen geholt und ich habe wieder geguckt, dass das so große sind. Und nein, sind keine Orangen. Es stehen Saftmandarinen drauf. Ja, weil die großen, die lassen sich einfach besser schälen wie diese kleinen Futzelsdinger da, ne? Deshalb nehme ich immer die. Die waren im Angebot, habe ich das gesagt? Ich meine, ja. Und Äpfel habe ich da noch mitgenommen, so einen ganzen Sack für 2,49 Euro. Wie viel ist denn das? 2 Kilo. Ja, das sind so diese kleinen Mini-Äpfel. Die gehen bei meinen Kindern eben am besten weg. Yes, so, dann ist auch dieses Körbchen leer. Ja, diese Woche war ich mal mit dem Wäschekorb unterwegs. Ich habe mal Pfandflaschen abgegeben. Alter Harry, 16 Euro. Hat sich gelohnt, gell? So, dann geht's hier weiter. Bevor wir dann mit Edeka weitermachen. Dinkelhörnchen-Nudeln habe ich beim Netto entdeckt. Und ja, die habe ich mitgenommen. Ja, habe ich Bock drauf. So, dann für die Kinder habe ich noch solche gesalzenen Cracker eingekauft. Und Salzbrezeln, die habe ich auch schon lange nicht mehr da gehabt. Da habe ich jetzt mal wieder ein Paket mitgenommen. Jawohl. Ansonsten durfte ein Brot mit, das war irgendwann mal ein Roggenmischbrot. Nachdem die Brotschneidemaschine bei Netto mit fertig war, war das irgendwie nur noch so, keine Ahnung, was ja, ihr seht es ja, also irgendwie. Das war aber dieses Mal die Maschine, das war nicht mein Verschulden. So, dann habe ich zweimal Delikatessoße mitgenommen, habe ich ja gesagt, ne, zum Kassler und so. Ja, der Janis hat sich wieder Fisch bestellt. Da habe ich diese Heringfilet in Tomatencreme mitgenommen. Finde ich ja ganz furchtbar. Oh mein Gott, wenn der das isst, dieser Geruch. Ich meine, ich sage auch zu meinen Kindern immer, probier es wenigstens mal, gell? Oh, das, ey, nee, das gibt mir völlig den Rest. Also ich kann zum Beispiel mit Janis nicht am Tisch sitzen. Wenn er das isst, da kriege ich wirklich, da steht es mir bis hier. Ich finde den Geruch, oh mein Gott, ich finde es so ekelhaft. Ganz, ganz schlimm. So, Mehl habe ich eingekauft. Zwei Packungen. Jawohl, ja, einfach für den Vorrat und für die Intermezzo. Dann habe ich Sauerkraut geholt. Wie gesagt, diese Woche bin ich in der Hoffnung, dass es nicht wieder anbrennt. Weil letztens war ich da so in meine App halt vertieft. Ja, dass ich den Kassler schön in Sauerkraut eingelegt habe. Hab das halt eine Dreiviertelstunde nicht einmal umgerührt. Ja, dann passiert halt, dass Sauerkraut anbrennt, ne? Dumm gelaufen. Naja, auf jeden Fall versuche ich nochmal, gell? Dann habe ich Roggenknäckebrot noch eine Packung eingekauft. Mir ist übrigens auch beim Netto aufgefallen. Ich finde, die haben nicht so eine geile Auswahl, was so jetzt gerade, ich sag jetzt mal, Diät-Sachen angeht. Also ich finde, da ist gerade so ein Edeka oder selbst ein Lidl wesentlich besser aufgestellt mit Proteinpuddings und so weiter. Finde ich beim Netto echt wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb habe ich ja da auch nicht so viel eingekauft. Naja, auf jeden Fall durfte noch einmal Mais und einmal Kidneybohnen für die Pita-Taschen mit. So, dann ist diese Tüte auch leer und wir sind durch mit Netto. Jetzt hole ich mal das Tütchen von Edeka. Ja, jetzt kommen nämlich die Dinge, die ich beim Netto nicht bekommen habe. Und dann habe ich auch noch so ein, zwei Angebote eingekauft. Und die Tüte ist unten nass. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. So, auf jeden Fall habe ich Rucola eingekauft, weil ich auf meine Intermezzo Rucola machen will. Oder ich will mir die Woche auch nochmal abends diese Proteinpizza machen. Die hatte ich euch ja auch abgefilmt schon, weil die war einfach lecker. Einfach so ein, zwei Scheiben Schwarzwälder Schinken, Serrano-Schinken, was auch immer drauf. Und dann am Schluss, wenn es gebacken ist, frischen Rucola. Das schmeckt so übertrieben geil. Muss ich mir unbedingt machen, hab so Bock drauf. So, dann habe ich wieder Filinchenbrot mitgenommen. Das mit Ballaststoff steht da drauf. Filinchen ist echt mega lecker. Also von dem Brot hat jetzt eine Scheibe 19 Kalorien. Also da kann man sogar ohne schlechtes Gewissen eine ganze Packung essen, ja. Ich finde Filinchen echt saumäßig lecker. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gut, so eine Packung kostet 99 Cent. Da ist ja jetzt nicht so viel dran an den Scheiben. Aber trotzdem echt sehr, sehr lecker.
Und ich glaube auch schon Diät geeignet eigentlich, ne? Ja, ich muss mir anhören, ich esse nicht so Diät geeignet, weil ich mittags normal esse. Aber letztendlich ist es doch egal, solange ich im Defizit bin, ja? Ich finde, man muss nicht nur Salat essen, um abzunehmen. Ich glaube, ich bin dafür gerade im Moment das beste Beispiel, ja? Wenn ich so wie die Woche jetzt Bock habe auf eine Currywurst mit Pommes, ja, scheiß drauf, dann esse ich die halt einfach. Wenn ich doch Lust drauf habe. Aber ich weiß ja dann, dass ich dann vielleicht nur 500 Kalorien für den restlichen Tag übrig habe. Ist nicht schlimm. Reicht für ein Quarkgericht. Und gut, an dem Tag, ich hatte es nämlich bei Instagram gepostet, da poste ich ja gar nicht mal mein Essen. An dem Tag hatte ich halt noch Bock auf ein McFlurry. Ja, das war dann halt mein Abendessen. Da gab es halt nichts anderes mehr, ja. Also ich finde nicht nur, dass eine Diät nur aus Salat und so Zeug bestehen muss. Weil ich finde, wenn man sich ab und zu auch mal ein Gericht gönnt, hält man viel länger durch, wie wenn man sich konstant alles verbietet. Das meiner Meinung nach, ne? Ich spreche nur von meiner Meinung, ist das halt einfach der falsche Weg. Ja, das muss aber letztendlich jeder für sich entscheiden. Ich achte aber gerade abends ganz enorm drauf, was ich esse. Also ich finde das ein bisschen unfair zu sagen, ich esse nie Diät-like. Und das ist halt wieder der Punkt, ne, wo ich sage, lass mich doch einfach machen. Anscheinend funktioniert es ja, was ich mache. Und nur ich muss damit leben und kein anderer. Ey, das ist manchmal echt, ich finde das manchmal so schlimm, ja, wenn Menschen so übergriffig sind, ja. Mir ist die Woche eine entfolgt, weil ich bei Shein einkaufe. Ja, das ist doch meine Entscheidung. Ich finde eh, dass das ganze Thema bei Shein ein bisschen aufgebauscht wird, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es ist, und das hat sie ja selbst geschrieben, bei 99% in der Modebranche der Fall. Ja, es wird ja nicht nur bei Shein so gearbeitet, sondern bei sehr, sehr vielen anderen Labels auch. Da geht man auch einkaufen, aber kein Mensch sagt was. Nur bei dieser einen Modemarke, da wird immer drauf rumgehackt. Wisst ihr, das sind so Dinger, das kann ich nicht verstehen. Es darf doch jeder seine eigene Meinung haben. Aber ich weiß nicht. Ich bin total abgeschweift gerade, gell? Sorry, aber irgendwie, jetzt war ich halt mal kurz im Redefluss. So. Ich habe bei Edeka eine Salatgurke gekauft. Warum? Weil die einfach mal 50 Cent weniger gekostet hat als beim Netto. Ich hatte jetzt heute echt mal den direkten Vergleich, weil ich ja direkt nach Netto zu Edeka gegangen bin. Und da ist es mir wieder ganz massiv aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei unser Edeka, der ist nicht so teuer. Der kann locker mit den Discountern mithalten. Wenn nicht sogar günstiger, wie man ja anhand der Salatgurke sieht. Die war nicht im Angebot. Ich habe da auch mal über die Tomaten geguckt. Auch die sind günstiger. Also, keine Ahnung, es ist nicht der Fall, meiner Meinung nach, dass Edeka viel teurer ist. Ich freue mich auch, wenn dieses Experiment vorbei ist und ich wieder zu Edeka günstig einkaufen gehen kann. Das ist verrückt, gell? Weil ich habe ja früher Edeka verflucht, weil ich den so teuer fand. Aber preislich hat er sich gewaltig gemacht in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal. So, Pita-Taschen habe ich gekauft. Einmal die günstige Variante und einmal die etwas teurere Variante, weil es gab davon nur noch eine. Und ich habe gesehen, die da haben auch weniger Kalorien. Ich war klar, da ist auch ein bisschen weniger drin, aber dann esse ich davon eine. Yes, Pita-Taschen. So, seht ihr, ich war jetzt total wieder immer im Redeflow drin, gell? Und schon wieder Foodhaul immer länger. So, was ich auch nicht bei Netto bekommen hatte, war Leitstreukäse. Ich habe mich damit jetzt auch mal ein bisschen befasst. Der hat schon einige Kalorien weniger wie normaler Streukäse. Und deshalb ja, habe ich den mitgenommen. Warum so viel? Für die Pitas. Für was wollte ich damit machen? Die Pita, die Intermezzo. Und ich dachte vielleicht an, ich weiß nicht, wie die heißen, Kartoffeln. Also wenn man so Käse aus Backblech, also mit Backpapier natürlich, bestreut und dann Kartoffeln drauflegt, in den Backofen. Und das schmeckt so hammergeil. Ja, deshalb dreimal davon. So, dann habe ich Creme Légère. Mann, jetzt wo ich lese, Creme Légère, genau das war das, was ich vergebens gesucht hatte bei Netto. Habe ich da bei Edeka noch eingekauft. Creme Légère. Ja, daraus mache ich mir nämlich die Knobi-Soße, die ich euch vorhin ja gesagt hatte. Dann habe ich endlich was bekommen und ihr habt mir so oft den Tipp gegeben, wo ich es bekomme und dann bin ich da hingefahren und nee, es war wieder ausverkauft. Ich habe einfach kein Glück. Heute bei Edeka schon, ich habe bei den allerletzten Haselnuss-High-Protein-Pudding ergattert. Aber wieder der allerletzte. Das gibt's nicht, gell? Obwohl Edeka gerade erst aufgemacht hatte. Also der scheint wohl ziemlich beliebt zu sein und brauche ich nämlich für ein paar Bowls. Ich glaube, das war für die Kinder-Bueno-Bowl. Also ihr müsst unbedingt da mal auf Instagram bei den beiden vorbeischauen. Ich feiere das, weil die sind so Anti-Heißhunger-Bowls. Weil man hat ja trotzdem irgendwie was Süßes, was von den Kalorien aber absolut im Rahmen ist. Ne? Echt geil. So, und dann habe ich noch Karamell mitgenommen. Ebenfalls für eine Bowl, wo ich schon wieder immer weiß, welche. Ja. So, haben wir noch was? Ach ja, zum Schluss
die leckere Knoblauchsoße von Kühne. Meine Kinder haben sich die bestellt für die Pita-Taschen. Yes, und jetzt sind wir hier am Ende angelangt. Sorry, es war am Anfang echt ein bisschen chaotisch. Das Wunder war einfach zu 100% ich, das wisst ihr. Und jetzt, ja, denkt unbedingt an meinen Link. Holt euch die Mein Prospekt App, ja, spart, profitiert davon. Und ja, habe ich sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. In diesem Sinne, ihr Lieben, sehen wir uns schon wieder am Donnerstag zu einem neuen Video wieder. Ansonsten schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Wenn ihr hier noch nicht die Schnauze von mir voll habt und mich täglich ertragt, dann könnt ihr gerne das tun. Kommt, Jasmin. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.